Der zweite Tag ist angebrochen. Wir haben die Nacht überlebt, die Base steht noch, wurde sogar zu komplett Metal geupgradet. Die Kisten sind voller geworden. Das bedeutete für uns, wir können uns an den Nachbarn von gestern rächen. Sie haben uns angegriffen, heute sollte es genau andersrum laufen. Heute greifen wir sie an. Tja, das war der Plan. Doch was in Wirklichkeit passiert ist, das seht ihr in dieser Folge. Holt euch etwas Popcorn, lehnt euch zurück und genießt die Show. Um in Rust eine Base zu raiden, brauchen wir als erstes etwas, was kräftig Bumm macht. Wir brauchen C4, Rockets, explosive Geschosse oder Satchel Charges. Wir entscheiden uns für Rockets. Diese haben den Vorteil, sie machen einen heftigen Flächenschaden und machen einiges gleichzeitig kaputt. Da wir gestern nicht raiden gegangen sind, sondern uns entschieden haben, alles auf eine Karte zu setzen, dass wir die Nacht überleben, haben wir ziemlich viel Sulfur angespart. Dieses wird in Gunpowder überarbeitet und das Gunpowder mit den Explosives überarbeitet, welches im Endeffekt die Raketen entgehen. Wie ihr sehen könnt, haben wir davon eine Menge. Mit dieser Summe an Raketen werden die Gegner definitiv Probleme haben. Für diejenigen, die kein Rust spielen, kann ich meine Tabelle zeigen, die ich selber gerne benutze. Hier seht ihr, welches Material wie viel und welche Art von Explosives benötigt, um zerstört zu werden. Wir haben jetzt 78 Raketen fertig und noch zusätzliche kleine Geschosse. Ihr seht schon, damit können wir eine Menge kaputt machen. Wir haben uns zusätzlich noch ein paar HV-Rockets gecraftet, die benötigen wir, um den Bradley zu zerstören, denn wir haben noch gehofft, da die ein oder andere Explosives herzubekommen oder ein M2-Maschinengewehr, also ein M249-Maschinengewehr. Das würde uns den Raid deutlich erleichtern. Zeitgleich aber ist die Gegnerbase, die wir raiden wollen, genau neben der Launchpad. Das heißt, wir werden da schon mal einen Blick drauf werfen und uns einen möglichst effektiven, aber also auch günstigen Raid-Plan zu machen. Das ist die Base, die wir nachher raiden wollen. Die sind aber nicht gewachsen seit gestern, ne? Hinter uns Spieler an der Wand. Hinter dem Silo an der Wand mit einer Python. Lass uns den mal holen. Zum Glück sind zwei Spieler zu Hause geblieben, denn im Teamspeak verhörten wir einen panischen Ruf. C4, C4, wir werden geradet. Für uns klar, sofort zurück zur Base. Okay, wir werden geradet, let's go back. Der ist tot, der ist tot. Der Fußmarsch zur Base war nicht besonders lang, ein paar Minuten nur. Doch umso näher wir der Base kamen, desto lauter wurden die Explosionsgeräusche. Wir wussten, jetzt wird's ernst. Die Stimmung war angespannt. Komm, wir klären Base, wir klären Base. Baut die Wand zu, baut die Wand zu, baut die Wand zu. Oh Gott. Mach die Tür auf, mach die Tür auf, helf mir hoch, mach die Tür auf, helf mir hoch. Wir konnten noch gar keine Übersicht fassen. Wir wussten nur, die Gegner haben draußen eine Fob errichtet. Die sind bei uns schon oben auf dem Dach und innerhalb des oberen Teils des Gebäudes. Und sie sind im Compound außen. Die Situation sieht für uns ganz schlecht aus. Ich brauch die scheiße AK, ich krieg die AK nicht. Alles gut, alles gut. Bertro, wir gehen. Bertro, geh durch, geh durch. Ja, ja, alles easy. Geh durch, geh durch, geh durch. Sind die bei uns am TC? Geh durch, Bertro, geh durch, Bertro. Die haben eine Wolle und wir müssen die Wolle nachsetzen. Wer kann die Wolle nachsetzen?
Ich kann die Wollen nachsetzen. Hab die Wolle zugebaut. Zwei tot. Geht durch. Oben. Ja, deswegen, ihr müsst hier hochgehen, die rushen. An dieser Stelle realisieren wir, dass es verdammt mies aussieht. Die Gegner sind nur noch eine Etage von TC entfernt und es sind weit über 10 Leute, die wir gezählt haben. Unser größtes Hauptproblem ist, all die Sachen, die wir haben, sind unten, wo wir nicht mehr hinkommen. Ah. Oh Gott. Ah, die sind super low. Baut die Wände zu. Auch wenn wir sterben, konnten wir immer wieder ins Compound gelangen. Und unten in den Außenring. In diesem Außenring befinden sich noch ein paar Stopfkisten, wo wir einfach immer wieder mal Zeug reingelegt haben. Da sind zwar keine dicken Waffen drin, aber die ein oder andere Shotgun konnten wir finden. Wir geben diese Base auf jeden Fall nicht kampflos auf. Sind sechs Leute bei uns in der Base drin. Ich hab 8 Sekunden. Scheiße. Die Gegner sind am TC angekommen. Somit können sie nicht nur die Base übernehmen, sondern die haben auch all unsere Raketen bekommen, die wir zusammengefarmt haben, um heute den Raid zu starten. Jetzt müssen wir noch die eigenen Fallen ausdenken. Als wir die Hoffnung schon aufgegeben haben, kamen die ersten Counter-Raider. Unsere Möglichkeit, irgendwie nochmal ein Comeback zu starten. Wir haben nicht viel. Wir haben eine AK mit nicht mal einem Magazin und ein paar andere leere Waffen. Doch, vielleicht können wir die Gegner töten und denen die Waffen abnehmen. Zumindest ein kleiner Funken Hoffnung besteht noch. Innerhalb des Gebäudes haben wir keinen Zugriff mehr. Sie haben alles zugebaut oder Türen eingebaut. Das bedeutet, ab in den Außenring. Der ist tot. Geh den looten.
Lass es hier. Ich brauch Muni. Kaputt am Jörg, wer kann ich schon? Yo. Ну, право тут чего? Да фоны, капа, вон капа, вон лево, иди сюда. Вон лево иди. Убил капа. А, блядь, М2 на меня. Da vorne ist ein Spieler. Erhalte. Ich habe auch keine, aber ich habe hier noch eine AK. Ich krieg ihn getötet. Капа, иди, я покажу, где тут чувак. Слышь, капа? Вот, вон, прямо туда, где огонь. Иди туда. Я не могу, у меня нет патрон. У меня две осталось. Wir haben alles gegeben, aber wir konnten nichts mehr machen. Die Base war weg, wir haben uns damit abgefunden. Wir konnten noch ein paar Sachen innerhalb der Base verstecken, die wir später abholen könnten. Ich bin trotzdem glücklich, wie das Ganze passiert ist, denn wir waren online. In Rust, müsst ihr wissen, über 90% der Raids passieren, wenn ihr offline seid. Die Gegner haben sich dagegen entschieden. Natürlich haben die uns abgefangen, als wir losgelaufen sind und haben den Raid da schon gestartet, aber trotzdem haben wir Leute online gehabt und wir hatten die Möglichkeit zu verteidigen. Da also auf jeden Fall ein dickes Good Game an die Gegner von mir. Auf einmal ist etwas passiert, was keiner von uns glauben konnte. Bei mir sind auf der Map Betten aufgetaucht namens Base. Diese Betten sind genau auf der Position der Map, wo eine Base stehen sollte, die wir heute geplant haben zu raiden.